Was geht ab, man und sie weiter OCD und heute gab es einen Death-Download für die japanische Version. Dementsprechend haben wir alle Informationen zu den allen kommenden neuen Charakteren der Dragon Ball Super Broly Movie Units, Freunde. Um es kurz zu zeigen, wir werden uns gleich alle Informationen und Details ansehen. Natürlich ein Shoutout an jeden, den ich hier nutze. Natürlich sei es D3, DBZ Space, Dokam, LWiki, die ganzen Nika, Gorish und so also fort. Die ganzen Links in der Beschreibung sein, Freunde. Das sind im Endeffekt die Charaktere, die kommen werden. Wir werden uns gleich alle Informationen zu den neuen Charakteren ansehen. Die Sache ist folgendes, Freunde. Die Charaktere selbst, also ich sag mal folgendes. Dieser Broly hier, Super Saiyan Broly, der Goku Blue und Golden Freezer, das sind die Free-to-Play-Charaktere, die bekommen ihr Awakening von dem Story-Event. Alle anderen Charaktere sind summonable und alle anderen Charaktere außer dem Free-to-Play sind gerade gesetzt für den 26. Dezember, also heute 20.35 Uhr. Die drei Free-to-Play-Charaktere sollten um die Uhrzeit droppen. Die oberen Charaktere, die wurden quasi im Spiel schon hinzugefügt, aber wurden noch nicht veröffentlicht. Dies wiederum heißt, Freunde, sie können jederzeit auf der japanischen Version droppen. Ich kann da kein genaues Datum nennen, aber könnte heute passieren. Die Tage haltet da auf jeden Fall am besten einfach ein Auge offen. Sei es im Spiel selbst oder auf den Social Media Kanälen. Wie gesagt, alle Links in der Beschreibung. Fangen wir aber mal an mit den Charakteren selbst, Freunde. Und zwar, boom, hier haben wir das Artwork vom Super Saiyan Broly. Super Saiyan Broly sieht folgendermaßen aus auf der Theo-Version. By the way, bei Broly und Gogeta hat sich nichts geändert von den Details, die wir uns im letzten angesehen haben. Aber wir gucken uns die im nochmal ganz schnell an, würde ich sagen. Das ist die transformierte Version, by the way. Das ist Super Saiyan Broly Full Power und die Theo-Version ist Super Saiyan Broly. Und die SR-Version, so wie er droppt, ist ebenfalls Super Saiyan Broly. Und 77 Medaillen werden wir für ihn brauchen, um ihn zu awaken, Logo. Jedenfalls, folgendes. Leader Skill Movie Wars Charakteren gibt der Ki plus 3 auf den Angriff 170%, auf die Verteidigung und auf die HP 150% oder der Full Power Kategorie Ki plus 3 auf den Angriff 170%, HP und F 130%. Falls ihr euch fragt, was mache ich ganz kurz zeigen. Wie gesagt, sie sind schon im Spiel, aber sie wurden noch nicht veröffentlicht, also Banner etc. Event, das meinte ich damit. Im japanischen No Combat natürlich, Global sollte Januar folgen, Freunde, wie gesagt, Ende Januar spätestens. So ist gerade einkalkuliert. Jedenfalls Passive. Er bekommt auf die eigene Key plus 6, auf den Angriff 130%, auf die Verteidigung 100% und zudem transformiert er sich, wenn die Bedingungen stimmen. Das gucken wir uns gleich an. Links ist Saiyan Warrior Race, Super Saiyan Berserker, Prodigy, Shocking Speed, Prepare for L4's Battle. Was sind denn die Bedingungen, dass er sich transformiert? Bevor wir das angucken, Kategorie Movie Boss, Pure Saiyan, Full Power und Enhanced Transformation. By the way, die Super Attack nicht transformiert, macht erhöht seinen Angriff greatly. Und macht Supreme Damage gegen jeden Gegner. Ja, da haben wir es, Freunde. Das ist die eine Sache gewesen. Es ist jetzt Supreme und nicht Colossal. Obwohl Colossal, das hatten wir in den Kommentaren diskutiert, beziehungsweise ich habe es gesehen. Auf jeden Fall Shoutout an euch. Colossal auf SA10 hat einen geringeren Multiplier als Supreme. Also Colossal und Mega Colossal sind auf SA20 für alle Charaktere bestimmt. Aber wie gesagt, dieser Broly hat Supreme Damage gegen jeden und erhöht seinen Angriff für eine Runde stark. Die Bedingungen sind folgendes, Freunde. Ab Anbeginn der vierten Runde transformiert er sich. Verdammt nochmal, das ist brutal. Das ist brutal. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern, dass die Transformation lange dauert etc. Es muss einfach nur die vierte Runde sein des Kampfes, Freunde. Die vierte Runde des Kampfes. Nicht, dass er viermal reinkommt, sondern die vierte Runde des Kampfes. Und gut ist, keine weitere Bedingung, gar nichts. EU Vegeta zum Beispiel hat da eine 30%ige Chance ab Anbeginn der vierten Runde. Der hat sowas gar nicht. Vierte Runde, zack, er transformiert sich zu Full Power Broly. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Genau, nach der Transformation, wie gesagt, ist folgendes. Er macht dann immense Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Ist dann quasi nur gegen einen Gegner. Passive ändert sich folgendermaßen. Eigene Key plus 8 auf den Angriff 188%, auf die Verteidigung 120%. Macht eine Additional, garantiert immer einen zusätzlichen Angriff, das eine hohe Chance hat, eine Super Attack zu sein. Also dieser Broly ist, das ist halt, das sind halt zwei Units, die sind game-changing in dem Sinne, dass sie halt OP sind, Freunde. Da müssen wir uns auf jeden Fall ehrlich sein. Die sind übertrieben. Soviel zu Broly. Kommen wir zu Gogeta. Gogeta droppt auch als SSR, als Super Saiyan. Das ist eine TOR-Version Super AGL Gogeta. Super Saiyan Gogeta wohlgemerkt. Transformieren tut es zu Gogeta Blue. Artwork sieht insane aus mal wieder. Und zwar haben wir folgendes. Leader Skill Movie Heroes Charakter mit einer Ki plus 3 auf den Angriff 170%, HP und F 150%, auf die Fusion Kategorie Ki plus 3 170% auf den Angriff, HP und F 130%. Super Attack, Greatly Raise Attack für eine Runde, erhöht seinen Angriff stark für eine Runde, macht immense Damage. Der macht direkt BAM, immense Damage. Das ist der Vorteil, Freunde, dass es nicht transformiert. Er hat kommt direkt mit einem immense Damage Multiplier. Und also er wird nicht transformiert mehr Schaden machen als Broly. Da müssen wir uns auf jeden Fall nicht diskutieren, denn die Passive ist auch folgendermaßen. Auch wenn er nur 100% Angriff und Verteidigung hat, nicht transformiert,
macht er gegen jeden sehr effektiven Schaden, Freunde. Und hat dazu eine Medium-Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Dann transformiert es natürlich, wenn die Bedingungen stimmen. Gucken wir uns gleich an. Links Insane Warrior Race, so Fuse Fighter, Super Saiyan, Prepare for Battle over the Flash, Golden Warrior, Fierce Battle. Sache ist folgendes, ihr dürft natürlich nicht unterschätzen, das sage ich, also sage ich oft. Es sieht so aus, als würde Broly total Gogeta überschatten, sage ich mal, aber dem ist nicht so. Vergiss nicht, Gogeta macht gegen jeden sehr effektiven Schaden, nicht transformiert, hat immense Damage und dann, wenn er sich transformiert, die Sache ist die, wie transformiert sich? Ab Anbeginn der 5. Runde des Kampfes, da hat Broly einen Vorteil, ist schon bei ihm die 4. Runde, aber 5. Runde ist auch nicht viel, Freunde, also bei allem Respekt, das wird auch oft transformieren. 5. Runde, zack, er transformiert sich fertig. Nicht, dass er unter HP tralala sein müssen. Nein, 5. Runde, bam, er transformiert sich. Das wird auf jeden Fall oft triggern, Freunde. Da, also bei allem Respekt, das ist, die Transformationsbedingungen bei beiden Charakteren sind gut. Broly hat einen kleinen Vorteil, 4. Runde. Aber Gogeta, würde ich so sagen, aus der Theorie, er ist nicht transformiert, direkt schon hat einen kleineren Vorteil. Und Broly hat dann den Vorteil mit der Transformation, sage ich mal, um es kurz zusammenzufassen. Jedenfalls, Kategorie Movie Heroes Fusion Realm of Gods Announced Transformation, wenn er sich transformiert, passiert folgendes. Seine Super Attack erhöht seinen Angriff stark für 3 ganze Runden. Heißt, er hat einen Double Stack. Das dürft ihr auch nicht unterschätzen. Great Race Attacks sind 50% auf den SM Multiplayer sollten das sein. Und das hat er, kann er dann zweimal, also hat einen Double Stack. Wenn er das zweimal macht, dann hat er einen Double Stack drauf und macht immense Damage hier an der Stelle. Passive auf den eigenen Angriff und auf die Verteidigung 130%. Hört sich weniger als an als 188%. Ist auch so, aber er hat legit auf jeden Angriff einen garantierten Crit. Verdammt nochmal, von der Effektivität geht es auf einen garantierten Crit auf jeden Angriff. Zudem hat er eine hohe Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Und Golden Warrior wird ersetzt durch Warrior Gods. Wisst ihr, was das heißt? Freunde, ohne Spaß, das ist jetzt quasi nur Theorie, in der Praxis werden wir es dann sehen. Aber unterschätzt diesen Gogeta nicht. Nur weil bei Broly 188% steht. Okay, Additional Attack, hohe Chance, Super Attack. Der macht natürlich auch Schaden. Aber Gogeta kommt da bei allem Respekt und bei allem Willen ran, weil er crit-hit mit jedem Angriff. Heißt, man kann beim Dupe System bei ihm auf Level 20 Additional Attack gehen. Dann hat man eine 40%ige Chance, eine Additional Attack zu starten. Die hat dann natürlich wieder eine Chance, eine Ulti zu sein. Warum macht man das? Weil bei Gogeta ist so, nicht transformiert, macht er sehr effektiven Schaden gegen ihn, transformiert, crittet er gegen jeden. Das heißt, bei solchen Charakteren oder bei Gogeta an sich hat er mehr davon, wenn er auf Additional Attack geht. Das kennen wir bei Super Gogeta Int. Bei denen geht man auf 15 Additional Attack, 6 Crit wegen seiner Passive, weil er einfach gegen jeden sehr effektiven Schaden macht. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen kann man, hat er durch das Dupe-System dann, natürlich wenn man Dupes zieht, aber auch so ist er gut, ohne Dupes, kann man ihn dann noch schön schmackes 40% Additional Attack hinzugeben. Der hat sehr effektiven Schaden nicht transformiert. Crittet dann nach der Transformation. Also Freunde, er crittet mit jedem Angriff. Das ist brutal. Also bei allem Respekt. Der wird genauso viel und genauso gut Schaden machen wie Broly. Lasst euch nicht nur von den Zahlen irritieren. Ja, da ist noch viel mehr dahinter bei den Charakteren als so die blanken Zahlen, sage ich mal. Dann haben wir noch ein Godku, Super Tech, Super Saiyan Godku, dieser transformiert sich aus dem Super Saiyan Goku, den wir gesehen haben, 35 Dokkan-Medaillen aus dem neuen Gogeta-Event, natürlich brauchen wir bei Gogeta dann 77 Medaillen. Was ist mit dem Godku? Folgendes, Super Tech Charakter gibt bei Ki plus 3 HP, Attack auf 100%, Supreme Damage, hat ein Ziel auf der Super Attack, Passive ist folgendermaßen, er bekommt auf die eigene Ki plus 3 durch seine Passive Attack auf 100%, changed einen Typus, einen bestimmten Typus von Orb in Rainbow Orb, bekommt zusätzlich pro Rainbow Orb, den er einsammelt, 7% auf den Angriff. Und wenn man gegen einen Movie Boss Charakter kämpft, hat eine Damage Reduction von 77%. Krass, also wirklich gut. Links ist Saiyan Warrior Race, Godly Power, Super Saiyan, Prepared for Battle, Over the Flash, Warrior Gods, Fierce Battle, Kategorie Movie Heroes, Pure Saiyan, Realm of Gods. Sein Vorteil ist, im Gegensatz zu den anderen Godkus, er hat Prepared for Battle. Heißt, man kann in sehr guten Szenarien spielen, weil die Godkus haben kein Prepare for Battle und das merkt man in manchen Szenarien, in manchen Setups, aber er hat Prepare for Battle. Super Strength Vegeta ist quasi ein Awakening vom Super Saiyan Vegeta. Für ihn braucht man auch 35 Medaillen aus dem Dokken von Gogeta, das noch online kommen wird, wie gesagt. Super Strength Charakter gibt plus 3 HP Attack auf 100%, Great Erase Attack für eine Runde, macht Supreme Damage. Ah, die haben leider beide Supreme Damage nur. Schade. Das sind auch summonable Charaktere, aber die haben legit leider nur Supreme Damage.
Ja, das ist das mit den Gottgrößen. Ich würde. Oder mit Gott. Mit den Gottformen. Ich hätte. Also, ich finde es nicht schlimm. Das sind jetzt quasi Nebencharaktere, die wird man aus den Bannern auch ziehen. Haben ein Awakening durch das Event. Aber ich würde es mal cool finden, wenn auch mal in Dokkan-Fessel Gott-Charaktere kommen. Jedenfalls bekommt auch Keep Plus gerade durch die Pass-Attack und auf 100% hat eine hohe Chance, einen Guard zu aktivieren gegen jeden gegnerischen Angriff. Also, es wird sehr tanky sein. Und wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, hat er eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen mit seinem Angriff. Links ist Saiyan Warrior Race, Godly Power, Super Saiyan Over the Flash, Prodigy, Warrior Gods, Fierce Battle. Katui Movie Heroes, Pure Saints Dream of Gods. Wenn ich kurz meckern darf, er hat leider kein Prepare for Battle. Ganz ehrlich, hätte der Prepare for Battle, er wäre der beste Partner für Evo Vegeta. Sie hätten Super Saiyan, Prodigies, Warrior Gods und Fierce Battle und dann Prepare for Battle. Leider hatte das nicht und so wird es Probleme geben, weil dann fehlt Evo Vegeta Ki plus 6, so sage ich mal. Wollte ich nur erwähnen, weil Evo Vegeta fehlt halt legit so ein richtig krasser Partner. Der ist natürlich gut, aber der teilt leider kein Ki. Anyways, das ist jetzt nicht Sache. Jedenfalls haben wir den Free-to-Play Extreme in Broly. Das ist das Awakening aus dem Free-to-Play Broly. Ihr könnt euch gerne mal abchecken, was der drauf hat. Movie-Boss Charakter in Ki plus 2 HP hat 50%, Raise Attack und macht Supreme Damage. Heißt, er kann seinen Attack immer raise, also erhöhen. Eigene Angriff und Verteidigung 40%, zusätzlich Attack und F 30%. Am Anfang jeder Runde, Maximum 60%. Links sind gelistet an der Stelle. Und Katurisa Pure Saiyan Movie Bosses. Außerdem haben wir dann Broly und Paragus. Es wird einen Summon und Paragus geben. Ein Extreme in Paragus. Diesen wird man awaken können mit 35 Broly Event Medaillen und dieser wird dann folgendes drauf haben. Jedes Skill Extreme in Charakteren gibt der Ki plus 3 HP Attack mit 100%, macht Supreme Damage, verringert Angriff des Gegners. Passive ist folgendermaßen, er gibt den Pure Saints und der Combination Kategorie Ki plus 3 Attack und 40%. Okay. Und wenn man gegen einen Pure Saint Gegner kämpft, bekommt er 130% auf den Angriff. Also ein Supporter mit einem, wenn es zukommt, ein schmackes Aspekt in Sachen Angriffzusatz. Links ist Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Cold Judgment, Brutal Beatdown. Prepare for Battle, Fierce Battle, Hard and Grudge. Links will gehen, so Katori Combination und Pure Saints. Dann haben wir hier noch, Freunde, die Awakenings zum Free-to-Play Goku zum einen. Zum, ja, Vegeta kennen wir bereits. Das ist noch ein Summonable Broly, gucken wir uns gleich an. Und dem Free-to-Play Freezer wird zu Golden Freezer. Die Sache ist die ganz kurz. Der bekommt ein Izei, das ist der Free-to-Play Goku, wie gesagt, mit seinem Awakening. Er bekommt ein Izei als Free-to-Play-Charakter und er bekommt ein Izei, aber das ist ein Summoner-Charakter. Bei dem brauchen wir auch 35 Medaillen vom Broly-Event, um ihn zu awaken. Jedenfalls gucken wir uns die Karten mal an. Wie gesagt, das ist der Jacket Goku, wenn man ihn awakt. Ganz kurze Sache zu den Link-Skills, das sind die falschen Link-Skills, die richtigen Link-Skills sind folgende bei ihm. Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Kamana, Experience, Fighters, Warrior Gods, Prepare for Battle, Shattering the Limit. Was ändert sich bei ihm? Gucken wir uns gleich mal die Izei-Stufe an. Wir haben hier neue Free-to-Play-Izei-Charakter, sehr cool. Der gibt Movie Heroes nach seinem Izei der Kategorie Ki plus 3 HP Attack und 77% oder AGL-Charakter in Ki plus 3 HP Attack und 30%. Great Race Attack für eine Runde macht Supreme Damage, Attack und 77%. Zusätzlich bekommt er Ki plus 4 50%, wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft. Vegeta, sehr ähnlich, Freunde. Nun dann quasi der zweite Part für Tech-Charaktere. Er erhöht schon seinen Angriff, seine Verteidigung für eine Runde. Links, Passive ist genau gleich. Links habt ihr auch da gelistet. Also so, ja. Die Links, die wir uns da mal bei ihm angesehen haben, hat sich also nichts geändert. Dieser Broly, wie gesagt, Summonable, Freunde, bekommt direkt ein Awakening. Ein Extreme Z Battle. Ein Extreme Z Awakening, um es besser zu sagen. Insane, das müsst ihr euch mal geben. Heißt, der wird man auf jeden Fall gut spielen mit dem Broly. Der heißt Broly in Klammer Wrathful, also Rage Broly so gesehen. Ist quasi die Form, ich will da nicht spoilern aus dem Film, das ist wirklich eine schöne Form. Er gibt Pure Saints Kategorie Charakteren Ki plus 3 HP Attack auf 120% oder Extreme AGL Charakteren Ki plus 3 HP Attack auf 100%. Erhöht seinen Angriff und die Verteidigung für 3 Runden, macht Supreme Damage. Ki plus 1 bekommt at start of each turn, also wenn... What? Jede Runde, die anfängt, bekommt eine Ki plus 1. Das ist eine neue Mechanik, richtig cool. Attack und 70% at start of turn. Hat er immer. Zusätzlich bekommt er auf die Verteidigung 20% für jeden Angriff, den er macht. Maximum ist 80%. Und für jeden Angriff, den er bekommt, bekommt er auf den Angriff 20%. Maximum ist 80%. Links ist Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Prodigies, Berserker, Shocking Speed, Prepare for Battle. Finde ich sehr cool auf jeden Fall an der Stelle. Muss man schon gut schreiben. So viel dazu, Freunde. So viel dazu. Wie gesagt, edit nur der Free-to-Play Goku. Tag Vegeta Blue und der Summon AGL Broly bekommen ein EZA. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das sind alle Informationen zu den Charakteren. Müssen uns noch ein wenig gedulden, Freunde. Da kommt das Ganze auf JP Online und dann natürlich auch auf Global im Januar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be